Was hier nach einer Rotlicht-Motto-Party aussieht, ist in Wahrheit Moskaus wildeste Kinky-Party. Kinky bzw. unanständig ist hier Programm. Angeblich wird nirgends so heftig gefeiert wie auf dieser russischen Sexparty. Solche Events sind sehr ungewöhnlich für Moskauer und für die russische Mentalität. Ich habe keine Ahnung, was in anderen Ländern läuft, aber es ist krass hier. Ich bin jedes Mal wieder überrascht, was hier abgeht. Ja, und das ist für mich Überstimulation. Für die Überstimulation sorgen diese beiden Frauen. Die Veranstalterinnen Tanja und Taya aus Moskau haben vor 4 Jahren die sogenannten Kinky Partys ins Leben gerufen. Tanja unterrichtet damals Französisch, als sie die Dokumentarfilmerin Taya kennenlernt. Die beiden Frauen entdecken ein gemeinsames Interesse für Erotik. Zusammen besuchen sie einen Berliner Club, der für seine Exzesse berühmt ist. Dort kommt ihnen die Idee, ebenfalls solche Events zu Hause in Moskau zu veranstalten. Dort konnte ich als Frau Nein sagen und es wurde respektiert. Das entsprach genau meinem feministischen Weltbild. Und genau diesen Grundsatz wollte ich nach Hause bringen. Beide Frauen organisieren die erste Party. Sie wissen nicht, wie die Leute in Moskau auf sündige Events reagieren würden. Schließlich ist Russland eher konservativ. Wir dachten, es wäre eine absolut verrückte Idee und dass keiner kommen würde. Doch weit gefehlt. In Moskau scheinen die Leute gerade auf solche Veranstaltungen nur gewartet zu haben. Es kommen über 500 Partygäste und seitdem sind ihre Kinky-Partys in Moskau berühmt und heiß begehrt. Für die Party heute Abend haben sich 6.000 Leute im Netz beworben, doch nur 300 werden vorher vom Event-Team ausgewählt. Das Ticket kostet 80 Euro, die Getränke extra. Gratis gibt es Kondome, die überall zum Schutz griffbereit liegen. Tanja und Taya sind mittlerweile Ikonen in der Szene geworden. Trotzdem stehen sie auf ihren Veranstaltungen an der Tür und überprüfen, ob die Gäste passend gekleidet sind. Wir schauen, ob der Dresscode eingehalten wird. Wenn die Gäste nicht im richtigen Kostüm kommen, sagen wir ihnen, dass sie sich umziehen oder dass sie nach Hause gehen sollen. Den Eintritt von 80 Euro hätte man damit in den Wind geschossen. Doch heute müssen Tanja und Taya niemanden an der Tür abweisen. Chris Helmbrecht legt seit 3 Jahren auf den Kinky-Partys auf. Der deutsche DJ lebt seit 15 Jahren in Moskau und kennt sich mit der russischen Kultur und den Gepflogenheiten gut aus. Ich erwarte eigentlich jedes Mal, dass die Polizei reinkommt und die Party dicht macht. Weil Putin, die Administration, die sind ja mit der Kirche zusammen, mit der orthodoxen Kirche, die sind ja sehr konservativ. Und dass die sowas tolerieren, finde ich schon erstaunlich. Auf der Party sind homosexuelle Handlungen verboten, da Homosexualität generell in Russland ein gesellschaftliches Tabu ist. Den beiden Organisatorinnen ist es wichtig, dass alle Gäste sich hier sicher fühlen und zu nichts gezwungen werden. Alles passiert in beidseitigem Einvernehmen. Darüber wacht die hauseigene Security. Normalerweise sind auch Foto- und Videoaufnahmen strengstens verboten. Nur mit Zustimmung der einzelnen Besucher dürfen wir heute filmen. Die Gäste kommen auf die wilden Events aus den verschiedensten Gründen. Wer anonym bleiben will, zieht eine Maske auf. Es ist eine geschlossene Gesellschaft, das macht es so geil. Ich hatte auf den Kinky-Partys noch keinen Sex. Dafür müsste ich für den anderen tiefere Gefühle empfinden. Aber ich mag die Atmosphäre hier. Vielleicht lässt genau dieses Flair Besucher die Einsamkeit in der Großstadt für einen Moment vergessen. In einem Land, wo ohnehin ein Frauenüberschuss herrscht, ist es für manche wohl eine Option, jemanden kennenzulernen. Einige Partygäste kommen auch gleich als Paar. Dieses Pärchen ist zum ersten Mal hier. Wir wechseln keine Partner. Es kann auch so eine tolle Nacht werden. Ich liebe meine Frau. Sex ist nicht wichtig. Wir wollen einfach etwas gemeinsam erleben. Spaß bedeutet ja auch nicht unbedingt Sex. Und wer meint, es wird hier viel getrunken und Drogen genommen, irrt. Statt Wodka fließt meist Wasser. Da die Partys nur 7-mal im Jahr stattfinden, genießen sie einen exklusiven Ruf. Hans wohnt in Moskau und war bereits 18-mal da. Man muss ja erst mal reinkommen. Man muss ja erst mal eingeladen werden. Es läuft ja nur mit Einladung. Und dann muss man jemanden kennen, der einen reinbringt. Und ohne das geht's dann meistens nicht, hier reinzukommen. Und deshalb muss man reinkommen. Und wenn man mal drin ist, kann man dann auch sich selber die Tickets besorgen. Aber es ist ein bisschen schwierig, um reinzukommen. Prostitution hat hier jedenfalls keinen Zutritt. Einmal im Monat legt DJ Chris auf. Er ist vom Konzept der Veranstalterinnen begeistert. Die beiden Mädels haben das gemacht, um eine Umgebung, eine komfortable, sichere Umgebung für Frauen zu schaffen, die auch Sex wollen. Finde ich cool.
Seit 4 Jahren können Tanja und Taja von ihren Veranstaltungen leben. Aber auch wenn sie in einer Nacht viele Männer kennenlernen, sind beide momentan Single. Ist es denn so schwer, den Mann fürs Leben zu finden? Yes. Eigentlich gar nicht so lustig. Denn in Russland kommen statistisch gesehen auf 100 Frauen nur 86 Männer. Aber zumindest haben Tanja und Taja mit ihren Kinky-Partys großen Erfolg. Tausende kommen schon zu ihren Veranstaltungen und es werden immer mehr.